Oh, endlich habe ich den Klang gekriegt. Meine Fresse nochmal, das hat aber auch gedauert. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. Zum Glück, dass diese Typen, wenn man sie einmal platt gemacht hat, dass sie nicht mehr respawnen. Wenn die respawnen würden... Na, dann gute Nacht. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wie kommt man denn jetzt mal am besten... So... Dann lauschen wir hier mal. Glaubst du, dass es möglich ist, den Kampf zu gewinnen? Ich fürchte, wir könnten unterliegen. Was? Uns wird nichts geschehen. Ishin-sama mag ja krank sein, aber er ist immer noch stark. Und Genichiro ist mit dem Bogen unschlagbar. Und dann ist da noch Gyobu, der Dämon. Ah, Gyobu, natürlich. Ein guter Einwand. Solange er bei uns ist, kann niemand das Tor der Ashina-Burg durchbrechen. Oh, da schießt irgendeiner auf mich. Das mag ich gar nicht. So, jetzt knabbern wir erstmal hier eine... Oh! Na? Ja. So. Der Typ da drüben mit seiner Kanone, der ist nervig. Den will ich weghaben. Den will ich weghaben. So. Jetzt habe ich erstmal Ruhe im Kanal. So. Moment mal, aber hier läuft doch noch irgendwo einer entlang, oder? Och. Da laufen sie noch zu zweit durch die Gegend. Hoch hier wieder. Oh, was haben wir denn hier? So. Ja, die beiden laufen da unten entlang. Die interessieren mich jetzt im Moment erstmal nicht.
Kann man hier noch irgendetwas machen? Nee. Oh, warte mal, was ist... Oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, was hat das denn gerade für ein Riesenvieh? Gut. Dann mal gucken, ob ich die beiden dort auch möglichst knabbern wir nochmal eine Gesundheitsperle, mal ein paar Vitamine einwerfen. So! Jabba-dabba-du! Mibo-Ballon des Reichtums. Ein Mibo-Ballon mit Urquellwasser getränkt mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibo-Ballon zum Platzen bringt und bietet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibo bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Ashina halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Naja, wenn die das sagen. So, hier ist er jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder? So, wer ist er denn jetzt hier? Wer ist da? Ist da jemand? Diese Stimme. Nein. Kann es sein? Herr, ich heiße Inos Genogami. Ich stehe im Dienst der Familie Hirata. Das tat ich zumindest. Könntet ihr bitte nach der alten Frau in dem Haus dort sehen? Sie ist meine Mutter, aber sie hat den Verstand verloren. Sie kann Leute nicht auseinanderhalten. Okay, dann. Oh, bist du das, Inosuke? Mein Sohn, hast du den jungen Herrn gesehen? Ich bin nicht dein Sohn. Da haben wir es wieder, Inosuke. Immer erzählst du mir, ich würde senil, aber eine Mutter kennt ihren eigenen Sohn. Wie dem auch sei, nimm diese Glocke. Sie ist ein Talisman. Ich habe sie für den jungen Herrn gemacht. Bitte, bete sie Buddha zu seinem Wohl an. Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im roten Tempel weiß, wie man es darbietet. Okay, gut. So. Dann können wir jetzt nochmal mit ihm reden. Der Mann von vorhin, ja? Ich wollte euch danken, dass ihr meiner Mutter ihren Willen lasst. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte zusammenhanglos irgendwas darüber, sie würde sie Buddha anbieten.
Ja gut, dann mach ich das. So, aber eins wollte ich jetzt noch mal hier gucken, denn irgendwie... Warte mal. Da drüben, wo die Raben sind. Sieht aus wie ein Zelt. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da jetzt hin? Ach, wo ist der Typ denn jetzt abgeblieben, der jetzt eben gerade hier noch stand? Mal gucken. Oh ja, toll. Jetzt springe ich hier wieder runter. Naja. Ach Gott. So, vielleicht hier irgendwie rum? Ach nee, Quatsch, hier war ich doch schon, nicht so. Quark. Aha! Okay, dann reden wir mal mit ihm. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Eine Opfergabe? Genau. Ich verkaufe Gegenstände, die man den Toten darbieten kann, damit sie in Frieden ruhen. So wie ihr aussieht, würde ich sagen, ihr wisst das eine oder andere über den Tod. Nur zu, kauft eine Opfergabe. Wow, was kaufe ich denn jetzt mal? Boah, das ist ja... Boah, Roberts Feuerwerk? Feuerwerk von über südlichen Meeren. Kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Der kleine Robert und sein Vater verkauften sie, um ihre Reisen zu finanzieren. Um Roberts Leben zu verlängern, reisten sie nach Japan und begannen nach der Unsterblichkeit zu fragen. Joa, all das, was ich jetzt hier hab... Joa, brauche ich ja nicht, ne? Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Wie die Krähen. Wohin eure Reise auch führt, ihr solltet ein paar Opfergaben dabei haben. Ups, das wollte ich jetzt nicht kaputt machen. Ja, wie gesagt, der da oben mit seiner Kanone, der ist... Das ist der, der am meisten nervt. Aber ich glaube... Ich glaube aber, den kann man auch irgendwie... umgehen. Denke ich mir jetzt einfach mal.
Das ist nämlich der, der am meisten Stress macht. Die Kanonen machen nämlich echt gut Schaden. So, und da sind da jetzt... Da ist noch einer, da ist noch einer. Ach du Scheiße, da sind zwei, sind das Kacke. Ach, Kacke. Na. So, dann warten wir erstmal ab, bis ich mich mal ein bisschen wieder erholt habe. So, okay, gut, da wird jetzt nicht mehr kommen. So! So, den hätten wir ja auch. Nicht hübsch, aber nicht besonders elegant, aber wirkungsvoll. So, jetzt können wir uns mal hier hochschießen. So, läuft denn hier noch irgendetwas an Gegnern herum? Oh, Kügelchen ist immer gut. Dann nehmen wir gleich nochmal ein. So, hier sind jetzt keine Gegner mehr. Solche Riesenhühner. Echt, da werden wir solche Riesenhühner hier angegriffen. Ich glaube das jetzt nicht, ne? So. Körpermerkmale verbessern. Ja, kann ich ja nicht. Ich habe nur eine Gebietsfähigkeit. Ich brauche aber vier. So. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen hier da, lasst ein Abo da und sagt, das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.